Ja, sehr schönen guten Tag, liebe Seherinnen und Seher des YouTube-Kanals der Zeitschrift International. Heute ist Samstag, der 12. Juni. Ich sage das auch deswegen so genau, weil genau heute vor einem Tag, gestern, wurde unsere neue Ausgabe, unser neues Heft Nummer 3 zur Post gebracht. Das heißt, die regelmäßigen Bezieherinnen und Bezieher müssten in den ersten Tagen der kommenden Woche unsere neue, wiederum 72 Seiten umfassende Ausgabe haben. Es ist genügend Stoff für die ersten Sommerwochen, wenn man das alles durchlesen möchte. Ein wesentlicher Beitrag, ja, ich darf auch noch schon auf mein letztes Video verweisen. Wer einen allgemeinen Überblick über das Heft haben möchte, auch die wesentlichsten Artikel vorgestellt, der möge sich mein letztes Video ansehen. Da gibt es einen generellen Überblick. Und heute beginnen wir eine Reihe von Gesprächen mit einzelnen Autoren und Autorinnen von wichtigen Beiträgen in diesem Heft. Und ein wichtiger Beitrag betitelt sich Geschäftsmodelle von Big Pharma im globalen Wirtschaftskrieg. Der Autor ist Dr. Franz Biribauer, den ich hiermit vis-à-vis herzlich begrüße. Schönen guten Tag, schönen guten Morgen, lieber Franz. Morgen. Dr. Biribauer, ein ganz kurzer, er hat ein langes CV, aber eine Kurzfassung davon. Er ist Allgemeinmediziner, österreichischer Amtsarzt, Psychotherapeut, Unternehmensberater, das alles in Pension. Gratuliere. Nach seinem Public Health Studium in Harvard 1992-93, er hat in seinem Kurz-CV da gleich dazu gemerkt, auch ein aktueller Hinweis, zeitgleich mit dem deutschen Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach, der sicher allen jenen, die sich in den letzten Monaten, Jahren mit Covid-19 und mit den Auswirkungen und Folgen befasst haben, wird er bekannt sein. Manche lieben ihn, manche hassen ihn. Und Franz Biribauer hat dann an verschiedensten Stellen gearbeitet. Er reformierte in den 90er Jahren unter anderem eine Landessanitätsdirektion als Beamter, wo er dann auch als Leiter tätig war. Ja, also er ist ein sehr breit ausgebildeter Spezialist und er ist daher ein richtiger Autor, sich dem Thema Covid-19-Pandemie aus einem breiteren Aspekt heraus zu nähern. Und sein Artikel ist auch jetzt nicht speziell auf einzelne medizinische, gesundheitspolitische Dinge in die Tiefe eingehend, sondern ist ein sehr breiter Überblick. Ich darf vielleicht kurz auch zu der Redaktionspolitik, wenn man das so sagen will, von International einige Worte sagen, weil wir haben natürlich in den letzten 1,5, 2 Jahren mit Covid, mit der Pandemie zu tun gehabt. Wir haben sogar ja fast ein Dreivierteljahr einfach unsere Printausgaben eingestellt und sind auf virtuell, haben wir übergewechselt. Und wir hatten in der Redaktion, unsere Redaktion ist inzwischen relativ groß, sehr unterschiedliche Meinungen, wie viele von uns. Also wir hatten zwar keine extremen, unter Anführungszeichen, Verschwörungstheoretiker unter uns. Es war schon der Konsens, dass die eigentlich alle Mitglieder der Redaktion der Meinung waren, Covid-19, das Virus, ist also real und ist nicht irgendwie eine Erfindung. Es gab auch niemand in der Redaktion, der meinte, das ist aus einem chinesischen Virus entsprungen. Studio entsprungen, aber wir haben uns vor allem
beschäftigt mit den nicht engen gesundheitspolitischen Fragen, sondern auch dem Selbstverständnis unserer Zeitschrift folgend den gesellschaftspolitischen, den wirtschaftspolitischen, natürlich auch den gesundheitspolitischen Auswirkungen, Konsequenzen, auch letztlich versucht, das irgendwie richtig einzuordnen, auch woher kam dieses Virus, und zwar nicht nur gesundheitspolitisch, sondern kurz gefasst, das ist sicher, hat sicherlich auch mit unserem herkömmlichen Wirtschafts-, sozial- und politischen System zu tun, neoliberales System. So, ich würde jetzt dich, Franz, einmal bitten zum Einstieg, dass du einmal kurz deine wesentlichen Zugänge zu dem Thema, auch wie du sie im Artikel beschreibst, charakterisierst. Und wir kommen dann sicher sehr rasch auch, du hast das ja im Titel ganz wesentlich auch herausgestiegen, Big Pharma, auch auf die wirtschaftspolitischen, gesundheitspolitischen Aspekte. Also wie würdest du heute, zwei Jahre nachdem die ganze Sache begonnen hat, die Situation charakterisieren? Ja, danke, lieber Fritz, für das Angebot, für die Zeitung zu schreiben und für das Interview. Ja, ich verwende das Wort Big Pharma. Das ist nicht eine Erfindung von mir, obwohl es ja sehr eingänglich ist, sondern das war ein Buch von einer Journalistin, die typischerweise in so einem Art einer Belang-Zeitung der pharmazeutischen Industrie gearbeitet hat in Amerika und 2006 ein Buch mit diesem Namen herausgegeben hat, kann jeder in Wikipedia sozusagen nachvollziehen. Und dieses Buch handelt darum, schon ganz typisch, wie diese große Industrie, und das ist eine recht große Industrie, wie groß würde ich gleich sagen, eigentlich kollektiv bestimmt, welche Gesundheitsprobleme in den Vordergrund gespielt werden, nicht nur medial, sondern auch wissenschaftlich gesehen, worüber publiziert wird und womit dann natürlicherweise Geschäft gemacht wird. Also das Grundprinzip dieses Marktes in diesem, wie soll man sagen, postindustriellen, globalen, digitalen Plattform, Wissensökonomie ist, dass eine ganze Industrie eigentlich über Bewusstseinsbildung ihre großen Geschäfte macht. Weil eines sozusagen sollte man auch wissen, das Herstellen von Pharmazeutika und Drogen ist an sich ein sozusagen ist das Billigste in dem ganzen Betrieb. Also wenn so typisch für so, nicht nur für sehr lange eingeführte Medikamente, bewegt sich das im einstelligen bis darunterliegenden Prozentbereich, die Kosten für die Herstellung der Mittel selber. Alles andere ist sozusagen Überbau, wie man ein bisschen sozialistisch sagen würde. Und was heißt das, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie groß ist dieser ganze Industriebereich, ja, dann ist es gewaltig. Und nur sozusagen die 11 größten Firmen, da gibt es eine schöne, gab es am Anfang Mai in der Wiener Zeitung eine schöne Grafik von den Firmen, einfach um darzulegen, was sie da gerade in der EU abgespielt hat mit diesem Markt. Und nur diese 11 Firmen zusammen haben einen Umsatz, der dem österreichischen Bruttonationalprodukt entspricht. Nur Pharma, aber mit Dingen, die produziert werden, die eigentlich im einstelligen Prozentbereich sind. Und wenn man sich diese Grafik noch ein bisschen näher anschaut, was man dankenswerterweise hat die Wiener Zeitung uns das gezeigt, das kleine Schwarze da unterhalb, was Sie sehen, das sind die Forschungsausgaben. Also es sind nicht die Forschungskosten, die sozusagen da den Umsatz treiben, sondern wie eben diese Journalistin oder wir, ich war ja früher bei Transparency International, sagen, das ist vor allem eine geschickte Form der Bewusstseinsgestaltung, des Lobbyings, des Marketings. Davon lebt diese Industrie sehr, sehr stark und führt damit auch global ihre Kämpfe auf um Umsätze. Und ja, das ist sozusagen, dass Sie mal sehen, wir leben hier wirklich in einer ganz modernen, postindustriellen, globalen
Welt, wo die Produkte selber nur empfindlich gestört wurden, wie China zum Beispiel Anfang des vergangenen Jahres in seiner Produktionskapazität so im Februar, ob Jänner, Februar, März ausgefallen ist. Da gab es dann bei uns auch Medikamentenengpässe. Aber China hat ja die Pandemie ganz anders in den Griff bekommen als wir. Jetzt habe ich schon so meine Einleitung dargelegt. Also die Epidemie ist real, aber die Geschäfte sind auch real. Und was wir sozusagen als Wahrheit vor allem jetzt serviert bekommen, wo das große Geschäft gemacht wird, hängt sehr, sehr von dem Willen und Entschlüssen der pharmazeutischen Industrie ab. Naja, also diese Geschichte mit den nicht unmittelbar produktiv sagen wir, für Forschung und Herstellung von Pharmazeutika. Das ist ja eine kennt fast jeder aus dem persönlichen, privaten Bereich. Jeder, der jemand kennt, der Arzt ist, der kennt die Geschichten von den Einladungen zu Luxuskongressen, ist ja auch ein Teil der Pandemie durch solche Dinge sogar ausgelöst und mit ausgelöst worden, indem sich Ärzte bei irgendwelchen Kongressen in 7-Stern-Hotels gegenseitig angesteckt haben. Das ist an sich ja bekannt. Jetzt kann man aber, kannst du das vielleicht noch etwas noch genauer sagen? Also gut, wenige Prozent, also unter 10% gehen eigentlich tatsächlich für den Kern aus, nämlich die Erforschung von neuen Pharmazeutika, von Impfungen und so weiter. Wo geht das andere? Wo geht der Rest hin? Naja, also sozusagen damit, weil man die lange Hand der Pharmaindustrie fürchtet, 10% ist ein bisschen zu wenig. Sagen wir, bleiben wir bei weniger als ein Drittel, ja, damit das irgendwie nicht, damit ich nicht geklagt werden kann von irgendjemandem. Das andere geht zum Beispiel in so Projekte, dass man gleich jemanden zum Beispiel klagt oder dass man hier Lobbying betreibt und zwar massivst. Also viele, viele und Studien sozusagen, die medizinische Gemeinschaft, die führenden Ärzte, führende Journale in einer umfangreichen Marketingaktivität mitsteuert. Ja, also das ist ja sozusagen einer der Hauptthemen von Transparency gewesen. Und es gibt da, jeder kann das nachlesen, auf Transparency Österreich gibt es ein Grundsatzpapier, wie das in der Pharma, wie das sozusagen im Gesundheitsmarkt funktioniert. Ja, dies ist eine sozusagen eine subtile Einflussnahme und bei Covid-19 kann man es ja, jeder kann das nachverfolgen, dieser eigenartige Streit zwischen diesen zwei zwischen der amerikanischen und der englischen Pharmafirma, die anderen meisten halt sagen Pfizer gegen AstraZeneca. Das war ein Klassiker, der sich da abspielt, dieses Kämpfen um die öffentliche Meinung. Und diese Fakten spielen sich aber in der Pharmaindustrie ständig hinter den Kulissen, vor allem für die Ärzte und ein Teil auch für Patienten, Selbsthilfegruppen, ständig ab. Aber das Spannende jetzt bei der Covid-Epidemie und warum das für die Zeitung international interessant ist, bei öffentlichen, rein öffentlich eingekauften Gesundheitsgütern wie so Impfen und das gleich in der Milliardendosenanzahl, ja, wenn da gleich eine Milliarde Dosen gekauft wird, das geht natürlich nicht mehr über die einzelnen Konsumenten, sondern da zielt natürlich das Lobbying auf die Entscheider. Die wir gar nicht so genau kennen. Wer hat jetzt wirklich in der EU was entschieden? Warum welcher Impfstoff? Warum hat jetzt Pfizer, BioNTech, zumindest in dem Sprachraum, in dem wir uns bewegen, in dem Medienraum, im deutschen Sprachraum, so obsiegt, ja, gegenüber allen Konkurrenten? Was ist da vorgefallen? Und das ist das Entscheidende, also sozusagen das Agenda-Setting. Mich erinnert es fast wie an sozusagen an diese, wenn die USA einen Krieg führen, dann erfährt man auch nicht mehr, was sich dort wirklich genau abspielt, sei es im Irak, in Afghanistan, im Nahen Osten, in Syrien, wo auch immer. Und es sind sicher auch ganz operativ sehr ähnliche Agenturen beauftragt, weltweit. Da gibt es alle möglichen Agenturen, die Lobbying, Marketing, Medienbearbeitung anbieten.
und die Pharmafirmen kaufen das ein, zum Beispiel im Vorhinein. Ja, das heißt, da wird einfach eine Kampagne gekauft und jede Pharmafirma, die das nicht tut, und scheinbar hat AstraZeneca da einen Fehler gemacht, einen taktischen, hat das zu wenig getan und hat vielleicht deswegen verloren. Ja, und die Margen sind exorbitant, muss man sich natürlich vorstellen. Auch die Gewinnsprünge, die jetzt einige Firmen hingelegt haben in dieser Covid-Epidemie. Und das ist natürlich ein Anreiz für ein ziemlich rücksichtsloses Verhalten notfalls. Es war ja auch eines interessant, vielleicht können wir da weitergehen. Es gibt ja offensichtlich schon unterschiedliche Lobbys und Interessensgruppen. Es gibt ja inzwischen ziemlich offensichtlich ja auch einen Konflikt zwischen der WHO und der europäischen, der EMA. Also es gibt Medikamente, die bei der WHO schon registriert sind weltweit, die europäischen nicht anerkennt, was natürlich bedeutet, sie können nicht verwendet werden in Europa. Was ist da dahinter? Ist das Politik? Sind das persönlich wissenschaftliche Geschichten oder was spielt sich da ab, um das zu erklären? Ja, das Auffallendste dran ist die Intransparenz. Also wie der AstraZeneca-Impfstoff seine großen Schwierigkeiten gehabt hat scheinbar, hat man Kommissionen in dieser Aufsichtsbehörde in der europäischen, ja, da gibt es auch noch also eine zweite, so eine Arzneimittelüberwachung, die EMA, das ist die European Medicines Agency, die ja von Großbritannien nach Amsterdam übersiedelt wurde aufgrund des Brexits. Also der angegliedert ist zur Überwachungsorganisation. Plötzlich hat man da wirklich nachlesen können als Interessierter, wie diese Expertenkomitees diskutiert haben. Ist es real, ist es nicht real? Wir erinnern uns an diese Probleme damit. Aber für diese anderen Entscheidungen, wie kommt es jetzt wirklich zur Entscheidung? Es ist mir als Fachmann in einer vernünftigen Zeit nicht nachvollziehbar, wer entscheidet was, warum, für welchen Impfstoff oder gegen welchen Impfstoff. Und dass hier zu wenig Daten vorlegen, zum Beispiel für den russischen oder die zwei chinesischen Impfstoffe, ist eigentlich lächerlich. Weil wenn man schaut in unser Nachbarland, Ungarn, dass man vielleicht aus mehreren Gründen, auch politisch ist man das natürlich nicht sehr sympathisch, aber im sogenannten Public Health Bereich, das ist mein Fachbereich, haben die Ungarn einen ausgezeichneten Ruf, schon lange gehabt, schon 100 Jahre, ja, mit dem Semmelweis noch viel länger, ja, Helden waren da unten. Und die setzen ihren unabhängigen Kurs fort und die haben sowas gemacht, wie man es macht. Man fährt in die Fabriken hin und schaut, wie werden die Impfstoffe dort vor Ort hergestellt. Von der EMA habe ich sowas überhaupt nicht gehört. Ich selber weiß seit vorigem Jahr, seit Mitte des vorigen Jahres, unter anderem, weil ich in Wikipedia ein bisschen mitkämpfe, dass man gegen den Sputnik eine Kampagne fährt. Und dass der Sputnik-Impfstoff, das ist der russische Impfstoff, dem nicht so ein Prinzip hat wie dieser mRNA-Impfstoff, dass der eigentlich interessant ist, sehr klug gemacht und ja, die haben ja schon solche Vakzine vorher gegen Ebola, also wirklich wilde Krankheiten, entwickelt und ausgetestet. Natürlich fährt man da eigentlich gleich hin, redet mit den Leuten, so wird es jeder, der irgendwie ein bisschen Verantwortung trägt, selbst in einer kleinen Landessanitätsdirektion, wenn er das Budget hat, so wie ich damals, man fährt natürlich sofort hin zu diesen Leuten und studiert das vor, hat auch Standards und Regeln, ja, und die Ungarn haben das gemacht. Warum hat die EMA das nicht gemacht? Und die WHO macht das auch. Also die EMA sitzt dort, wie wenn das 7000. Valium entwickelt würde und wartet, bis irgendwie das 7001. neu kommt. Sie warten einfach, dass die einen Antrag machen. Also alles so bürokratisch erscheint es auf der EU-Ebene nach außen hin. Und das ist wirklich unglaublich, also diese Intransparenz, die bei uns herrscht und scheinbar Untätigkeit. Und meiner Meinung nach laufen im Hintergrund ganz andere Dinge ab, nämlich eine massive Einflussnahme für eigentlich eine relativ unvernünftige Politik. Ja? Und oder cui bono, muss man immer fragen. Ja?
Und die WHO erscheint mir aus mehreren Gründen, trotz der großen Einflussnahme, die die Bill und Melinda Gates Stiftung mit ihrem vielen Geld und ihren vielen Experten, die auf ihrem Ticket dort sozusagen arbeiten, ich sage nur UNAIDS, also bei AIDS haben wir das sozusagen das ganze Feld übernommen, schon vor 20 Jahren, kann man sagen, ja. Trotzdem ist die WHO, glaube ich, noch verlässlicher und transparenter und durchsichtiger als die EMA, ja. Und das ist natürlich für einen EU-Bürger ist das ja horrend. Und über Ungarn schreibt man gar nicht, dass die machen da und die Berichte, wie sicher ihre Impfstoffe sind, also die sie da verimpfen. Und die verimpfen eben alle, die es auf der Welt gibt. Die Ungarn haben im ganzen Weltmarkt eingekauft sozusagen. Mhm. Ja. Und die Europäer überhaupt nicht. Die tun nur, was Amerika sozusagen vorgibt und hauen die Briten raus. So schaut es zumindest jetzt grob einmal derzeit aus. Mhm. Naja, da bist du gesundheitspolitisch natürlich allgemein politisch unkorrekt, weil Ungarn ist natürlich aus vielen Gründen halt kein Lieblingsthema. Aber nehmen wir zur Kenntnis, dass die auf dem Gebiet offensichtlich die etwas clevereren waren. Vielleicht gehen wir doch jetzt, weil das doch auch eine Rolle spielt, auf die unterschiedlichen Impfstrategien ein, weil das hat ja auch, ist auch letztlich auch dann schon eine politische Sache von politischen Auseinandersetzungen. Also es gibt Vorzeigländer, also China natürlich, Neuseeland, zu meiner Freude auch immer wiederum Israel. Was haben bestimmte Länder dann richtig gemacht und was haben eben die anderen falsch gemacht? Kann man das irgendwie für Nichtmediziner und Nichtfachleute relativ einfach, abgesehen davon, dass man sagt, okay, in Israel haben sie sofort einmal einen radikalen und in China am Beginn ja auch einen lokalen Lockdown gemacht. War das richtig? Ja. Das ist jetzt sozusagen, um das jetzt etwas Kompliziertes einfach zu erklären, ist es doch wichtig, zwei Faktoren zu sehen. Das eine ist, wie bekämpfe ich die Pandemie, also die Epidemie, wie geht damit der Staat und wie gehen wir als Bürger und alle miteinander um? Und das zweite ist die Impfstrategie, das ist natürlich was anderes und ist natürlich auch eine Bekämpfungsstrategie. Also mal kurz gesagt und muss dich ein bisschen korrigieren, Israel hat zwar am Anfang, wie wir eigentlich, einen harten und erfolgreichen Lockdown gemacht, aber der Netanjahu hat dann gleich wieder aufgemacht und sie haben die wildesten zweiten, dritten und sogar vierten Wellen gehabt. Ja, also Israel ist eigentlich im Sinne der Bekämpfung der Pandemie ein Fehlschlag gewesen, aber in der Impfstrategie hat es ganz anders ausgeschaut. Da haben sie massiv jetzt geimpft, ja, und haben Erfolge. Aber China zum Beispiel oder Neuseeland, die gehören zu den Ländern, die haben quasi de facto die Zero-Covid oder wie wir sozusagen Epidemiologen, Public Health-Leute sagen, Stamp-out, also Austrampeln des Feuers. Bevor diese kleinen Feuerchen aufflackern und zum unbeherrschbaren, sozusagen weit verbreiteten Flächenbrand werden, wie wir es in Europa gefahren sind, das ist also eine Hochinzidenzstrategie, haben die Niederinzidenzstrategie, nehme alle lokalen Ausbrüche massiv mit der ganzen Feuerwehr, da fährt ganz China, ist nach Wuhan gefahren und die haben das niedergearbeitet und sie machen das ja immer wieder so. Und wenn man das so im Griff hat, wie China das sehr lange hatte und glaube noch immer hat, dann kann man sie mit dem Impfen natürlich sehr lang Zeit lassen und kann sich überlegen, welchen Impfstoff nehme, was ist der beste, was ist der optimale. Während wir stehen ja mit dem Rücken zur Wand, das heißt wir, Europa, also Europa meine ich die EU und USA, die müssen impfen, weil bei uns ist das die einzige Auswegstrategie. Weil wenn es einmal richtig aufflammt, hat kein einziges Land der Welt diese Pandemie wieder so niederkämpfen können, wie es die Chinesen oder die Neuseeländer eben geschafft haben von Anfang an. Ja? Mhm. Und das heißt, die Länder, die das niederhalten haben können, wie mit welchen Methoden auch immer, demokratisch oder nicht demokratisch, man mag darüber reden, wer will, die haben Zeit beim Impfen und können sie aussuchen, was sie tun. Und so tun die das alle. Ausnahme wieder Ungarn. Ungarn hat eine Hochinzidenzstrategie gehabt und interessanterweise haben die alle Impfstoffe eingeladen geholt, also die zwei chinesischen und den russischen und halt den amerikanisch-britischen Sachen, die wir nur haben.
und haben massiv mit denen geimpft und haben die höchste sozusagen Impfquote jetzt in der EU und weiterhin. Sie werden die schnellsten sein. Und man sieht sie jetzt an den Zahlen. In Ungarn machen es auf und die Zahlen rasseln schon runter. So ist in Israel auch. Ja. Mhm. Und die USA hat unglaubliche Staatsintervention betrieben, Subventionen der Firmen, der Produktionsstätten, also alles, was bei uns verpönt ist, wo die EU vielleicht nicht die Mechanismen hat, aber das haben sie auch nicht, eigentlich gar nicht vorgeplant, ja, nicht wirklich. Und jetzt impfen sie halt relativ heftig ihre eigenen Impfstoffe. Mhm. Und ich glaube, so ja, und sozusagen, und wenn dann die Impfdeckung sehr hoch ist, dann wird es wahrscheinlich funktionieren, dass man die Pandemie runterkriegt. Das ist das Prinzip, das Israel zeigt, das funktioniert, und sogar in Brasilien gibt es Orte, wo das funktioniert. Nur bei uns schreibt niemand drüber, zum Beispiel über die Erfolge in Brasilien, steht nur im Economist. Ja, habe ich jetzt diese komplizierte zwei, dass er nimmt diese zwei Faktoren, kann ich die Pandemie gut bekämpfen, Hochinzidenz, wie wir es fahren, oder Chinesen und Neuseeländer, die haben eine ganz niedrige Impfdeckung jetzt, die haben nicht viel geimpft, ja. In Peking seien angeblich sehr viele Leute geimpft. Also die Chinesen machen das klugerweise natürlich dort in den großen Städten, einmal dort, wo es explodieren kann zuerst. Ja, also das ist alles natürlich ein vorübergehendes Phänomen. Aber der Vorteil der Chinesen und Neuseeländer ist, die können sich wirklich den Impfstoff aussuchen. Wir stehen quasi mit dem Rücken zur Wand. Und das hat natürlich Big Pharma genützt und auch geschürt, diese Ängste. Damit man diese irre Bestellung macht. Die Neuseeländer setzen welche Impfstoffe ein? Die Neuseeländer warten derzeit noch. Also das ist mal so mein Stand. Ja? Die schauen sich alles in aller Ruhe an, weil die machen einfach Quarantäne. Der Tourismus liegt zwar da nieder, aber scheinbar halten die das durch. Und sie haben sozusagen nur also ein Bündnis mit Australien. Die Australier können hinreisen, aber sonst kann niemand ohne Quarantänemaßnahmen, wie es halt früher war, bei Cholera- und Pestausbrüchen, hat man halt irgendwie eben die Quaranta Journey, sozusagen die 40 Tage irgendwo sein müssen. Nicht? Mit dem geht es natürlich noch immer, mit diesen uralten Maßnahmen. Dazu eine Frage, die ein bisschen halt schon mehr weg vom unmittelbar gesundheitspolitischen führt auch, weil gerade China und Israel sind ja Beispiele dafür. Das sind also Länder, die einen riesigen Staatsvorteil insofern haben, dass dort die Bevölkerung ohne dies schon überwacht ist. Unabhängig von Pandemie. Es gibt kaum Länder, wo also in Wirklichkeit die Technologie schon so weit ist, dass also ganz in Israel zum Beispiel ist jeder, der sozialversichert ist, also dort bei der Krankenkasse Kupertolim ist, der ist mit seinem Chip überwacht. In China, glaube ich, ist es ähnlich. Und das ist ja doch in der allgemein politischen Diskussion, vor allem auch von den Kritikern, von den Gegnern, einer der Einwände, und der hat ja was für sich, dass in Wirklichkeit diese Pandemie bestimmte antidemokratische, autoritäre Tendenzen, die es in unserer Gesellschaft im neoliberalen Kapitalismus ja ohne dies gibt, verstärken. Und das ist eigentlich durchaus, ich persönlich bin relativ neutral in dieser Sache, aber das ist sicher ein Argument, dass also die Gegner oder die Kritiker schon was für sich haben, dass hier der Zug in eine Richtung fährt, wo man halt wirklich dann einmal sagt, okay, da gibt's nichts mehr von Menschenrechten oder von Nichtüberwachungsstaat. Wie schätzt du das ein? Ja, ich schätze das differenzierter ein, wenn ich das so sagen darf. Ja. Also erstens, das stimmt. Diese Überwachung in Israel ist ganz klar, weil das sind ja eine belagerte Burg, ja, im Dauerkriegszustand. Wenn das Modell ist, und unser Herr Kurz hat ja den Netanjahu vielleicht deswegen auch geliebt am Anfang, weil das so erfolgreich sei. Und wenn das ein Modell für Europa oder für die EU oder für Österreich wäre, wie in Israel die Leute leben müssen, ja, vielleicht noch mit Raketenangriffen auch noch vor irgendwie, dass man sie fürchtet und die Sirenen halt, na, das ist ein schreckliches Modell. Na, Israel ist wirklich eine Dystopie für mich, ja.
Und in China läuft es ziemlich anders. In China ist es ja viel chaotischer, als man glaubt. Und da ist es eben überhaupt nicht so eine totale Überwachung. Aber Israel ist ja ein kleiner Staat im Kriegszustand. Das kann man sagen, ja. Und das wäre furchtbar. Aber wenn man nach Israel schaut, ist es ja genau das Gegenteil. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Die haben ihre Pandemie ja überhaupt nicht in den Griff gekriegt. Das Einzige, was gegangen ist, sie haben alle ihre Daten an Pfizer verkauft, noch dazu einen dreifachen Preis bezahlt bei Pfizer. Also sie haben sich hineingeschmiert in diesen amerikanischen Giganten und dann noch die Daten auch noch geliefert. Das heißt, die kriegen alle Unterstützung, die man sich nur vorstellen kann, wahrscheinlich auch von dem, wie soll man sagen, pharmazeutisch-industriell-militärischen Geheimdienstkomplex der USA, der natürlich hinter diesen ganzen Aktivitäten auch mitsteht. Ja, ja, und Israel wäre ein schreckliches Beispiel und es wäre natürlich aufs Äußerste zu bekämpfen, aber man sieht, dass auch das gar nicht so funktioniert. Also ich glaube, natürlich haben Staatenlenker, hätten die Idee, machen wir es so super wie in Israel. Aber wenn man das sich in der Wirklichkeit anschaut, sie können zum Beispiel mit ihren Orthodoxen, die bringen sie auch nicht dazu, dass sie mitspielen und die haben sie versammelt und angesteckt in Massenspreader-Events. Also so einfach wird es Gott sei Dank nicht gehen. Aber was real ist, ist wirklich diese massive und unglaublich weit verzweigte Lobbying-Aktivität dieser Agenturen, die von Big Pharma zum Beispiel beauftragt werden und wirklich unser Bewusstsein bilden. Also ich glaube, das geht eher über die Soft-Faktoren von Filmen, Romanen. Also wirklich, das ist irgendwie das Schreckliche, dass eben Probleme, Angst, Schrecken, also so ein bisschen das Buch der Herrschaft der Angst, das ist ja vom Titel her, ja, da lassen sie immer natürlich auch mit Gesundheitsangst und Todesangst die größten Geschäfte machen, ja. Aber ich glaube, dass der perfekte Überwachungsstaat sich nicht abzeichnet, sondern eher das Gegenteil, dass der Aufwand, den man da treibt, noch mehr zunehmen wird, dass noch mehr Marketing kommen wird und noch weniger irgendwie Überlegungen, was sind wirklich gute Produkte und was nicht. Und was es einfach zeigt, meiner Meinung nach, die Lehren sind, es ist noch ein bisschen zu früh, aber eigentlich müsste man eine erschütternde Lehre für die EU ziehen, ja, dass wir eigentlich diesem weder Big Pharma noch so einem vernünftigen Umgang mit einem Pandemie zu Ausbrüchen, also dass wir da überhaupt gar nicht adäquat umgehen können, die Institutionen nicht haben, die Unabhängigen. Und ja, und meiner Meinung nach ist für Lehren noch ein bisschen zu früh, die können wir in 2-3 Jahren ziehen. Aber ein israelisches System ist erstens gar nicht so erfolgreich, wie sie es verkaufen, und zweitens verrückt, weil zum Beispiel diese sogenannte Rotkreuz-App, die wollten ja bei uns auch was einführen, ist ja aus einem mehr oder weniger Programm, das man in Israel entwickelt hat, das dann der Geheimdienst auf dem freien Markt freigegeben hat, quasi weil es gar nicht so gut war und dazu gedient hat, eigentlich Hamas-Aktivisten mit Drohnen abzuschießen, nämlich indem man sie lokalisiert, ja, gegenseitig. Und dass da die Daten zu Google geflossen sind, das habe ich selber mir angeschaut am Anfang. Also da ist wirklich das halte ich für gefährlich, dass bestimmte Organisationen wirklich ganze Daten von ganzen Nationen absaugen können und dann für ihre, was auch immer, unklaren Zwecke benutzen. Ja. Also die Herrschaft der Firmen, die sehe ich eher noch bestärkt. Ja? Die Plattformökonomie und gar nicht so das staatliche. Gut, wir müssen, ohne dich schon aus zeitlichen Gründen auch zum Ende kommen. Ich möchte trotzdem, auch wenn du jetzt gesagt hast, Folgen oder Auswirkungen, Konsequenzen erst in Kürze, ich möchte schon zum Abschluss darauf irgendwie auch noch hinkommen, aber gleich vorweg eine andere Geschichte, weil es ist ja auch ein Erklärungsmuster, warum die Sache so explosiv sich ausgewirkt hat. Zum Beispiel Norditalien ist immer wieder ein klassisches Beispiel, setzt darauf an, dass also vorweg in Wirklichkeit aufgrund der Vorgaben der neoliberalen Wirtschaftsdenker, Handler in Wirklichkeit, das gibt es in Österreich auch in Österreich gibt es jede Menge Rechnungshofberichte, die kritisieren das teure österreichische Gesundheitswesen, das also niedergefallen werden muss und was ja auch in manchen Ländern geschehen ist. Das heißt, eine der Erklärungen ist ja, dass in Wirklichkeit
das neoliberale Wirtschaftssystem mit seinen Auswirkungen in der Gesundheitspolitik in Wirklichkeit die Welt verwundbarer gemacht hat bei solchen Pandemien. Jetzt zu der abschließenden Frage, wie siehst du das als Experte? Gibt es einen Optimismus, ob jetzt irgendwelche Leute, die sich in den letzten Jahrzehnten in Wirklichkeit offensichtlich geirrt haben, geirrt, wenn man das Allgemeinwohl als Grundsatz hernimmt und nicht das Profitinteresse von Lobbys, oder wird der Reset so passieren, dass wir einfach wiederum zum altbekannten System zurückkehren? Ja, danke für diese Frage. Ich möchte nur mal unterstreichen, ich kann dir sagen, es ist bei uns auch vieles niedergefahren worden. Und zwar ganz genau in den Bereichen, in denen so eine Pandemie bekämpft wird. Den öffentlichen Gesundheitsdienst zum Beispiel hat man eben aufgrund dieser ganzen Maastricht-Kriterien auch in Österreich ausgedünnt, zerstört, also wirklich viele, also da passiert viel mehr, da habe ich natürlich ein bisschen Einblick durch meine vergangene Tätigkeit. Also das sind nicht nur die Spitäler in der Lombardei, ja, aber, sondern, ja, das kann man nur 2000% unterschreiben. Und eigentlich ist der Punkt ja, dass China demonstriert, dass es ganz anders geht und dass wir eigentlich mit unserem Modell bei so etwas ziemlich gescheitert sind. Und dies zu verdauen, wird für viele auch sehr neoliberal Eingestellte eine äußerst große Verdrängungsleistung bedeuten. Ob sich wirklich was zum Bessern wendet und ob man nicht wieder glaubt, man muss irgendwie die dritte Welt oder China oder die aufsteigenden Nationen auf die übliche quasi neoimperiale Art niederbügeln, ja? Wie man es ja jetzt irgendwie schon wieder ankündigt, ja. Also da habe ich ein bisschen meine Zweifel, weil eigentlich müsste man ja die internationalen Organisationen, die Zusammenarbeit, die WHO, massiv mit Mitteln und Know-how ausstatten, transparent in der Arbeitsweise machen, weil nur sowas, nur man sieht ja ganz klar, wir hängen extrem zusammen, ja. Nur ob diese Leute wie die Leyen und so weiter und diese Vertreter, die EU-Spitzen oder was sich da jetzt bei den G7 trifft, ob da ein Umkehren überhaupt denkbar ist im Westen, da hege ich echt meine Zweifel. Nur ich glaube ein bisschen ex-oriente Lux. Ja, also irgendwie, es ist halt so, dass man sich, glaube ich, viel genauer anschauen muss, wie machen das diese Länder, die du ja am Anfang erwähnt hast, China oder Neuseeland, warum kriegen die das besser hin? Und natürlich, eigentlich ist es eine Extremwatschen für den Neoliberalismus, aus meiner Sicht. Ja. Eigentlich war das Endgeläute, aus meiner Sicht. Ja. Und man sieht es ja, sie wollen jetzt ein bisschen Neo-Keynesianismus oder wie soll man das nennen, machen. Und naja, ein paar werden schon nachdenken. Aber wir müssen leider jetzt abschließen. Es wäre spannend, natürlich weiter zu diskutieren, was wir ja tun werden, weil wie immer jetzt gesundheitspolitisch die Werte sein werden. Das Thema wird uns nicht loslassen und wie du jetzt auch schon auch gesagt hast, tatsächlich die Zusammenhänge werden ja doch immer klarer, weil man vorhin auch WHO. Es ist ja, weil du hast es auch erwähnt, Gates-Stiftung. Ne? Ich meine, die Gates-Stiftung hat ja eigentlich nur deswegen, so wie nach meinem Verständnis zum Beispiel auf die WHO so einen starken Einfluss bekommen, weil die öffentlichen Hände, also die Mitglieder der WHO, die Länder in Wirklichkeit dort keine entsprechenden Beiträge geleistet haben. Das heißt, man hat eigentlich auf der Weise der Privatisierung Vorschub geleistet. Und das wäre zum Beispiel eine spannende Diskussion, ob man das
diese Lehre zumindest daraus ziehen sollte. Du hast es schon gesagt, es kommt wieder offensichtlich ein bisschen eine keynesianistische Periode, aber der Keynesianismus hat ja schon einmal in der Krise ein bisschen die Krise beseitigt und dann ist man wieder zum Hardcore-Neoliberalismus zurückgekommen. Das wird in Wirklichkeit die Agenda der nächsten Jahre und Jahrzehnte sein, eben das zu verhindern, dass man in Wirklichkeit den Kapitalismus wieder einigermaßen repariert und dann wiederum zum Hardcore-Kapitalismus zurückkehrt. Das wird ein spannendes Thema sein im Gesundheitsbereich, aber auch in anderen Bereichen. Wir werden das Gespräch sicher weiterführen. Wir werden sicher auch im international in den gedruckten Heften weiter berichten. In dem Sinn, lieber Franz, herzlichen Dank für deinen Beitrag. Ich darf bei der Gelegenheit auch noch einmal erwähnen, das haben wir auch schon in den anderen Medien gesagt, wir mussten leider deinen Artikel für die gedruckte Version etwas kürzen, aber es gibt die Original-Langfassung auf unserer Webseite vom International. Dort kann man sie auch dann anschauen und downloaden. Dort hat man dann noch ein bisschen mehr als in der gedruckten Version. Und darüber hinaus werden wir weiter tun. In diesem Sinn nochmals, lieber Franz, herzlichen Dank. Wir bleiben weiterhin in Kontakt und auch in Zusammenarbeit. Und an unsere Leserinnen und Hörerinnen, die bitte die Einladung, gehen Sie auf unseren YouTube-Kanal. Dort gibt es in der nächsten Woche wird es weitere Videos geben, zum Teil weitere einzelne Beiträge aus dem aktuellen Heft noch genauer zu besprechen, aber darüber hinaus auch über andere aktuelle Dinge. Die Weltpolitik ist leider so, dass man als kleines Medium nicht immer hinten nachlaufen muss. Es passiert einfach zu viel, aber wir versuchen eben unsere autonomen, kritischen, linken Beiträge weiterhin zu leisten. In dem Sinn, herzlichen Dank noch einmal dir, lieber Franz, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke. Dankeschön. Servus. Servus.